So, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Neue Werkstatt. Heute werde ich euch diese Abrichthobel oder diesen Abrichthobel vorstellen. Das ist ein 4 Zoll Rockwell Abrichthobel, den ich bei eBay Kleinanzeigen gefunden habe. Der hat so ein paar Mankos, aber die werde ich jetzt hier auch entfernen und ich werde das Teil hier auch ein bisschen aufbereiten. Das ist hier schon der aufbereitete Zustand. Vorher sah das Ganze anders aus. Und wenn ihr wissen wollt, wie das Teil vorher aussah, dann schaut das Video. Ich wünsche viel Spaß beim Zuschauen. Das ist eine amerikanische Firma. Ausgemustert ist das Ganze hier als Rockwell Delta, also Delta Rockwell. Das ist ein 4 Zoll Abrichthobel. Ich tippe mal so, laut meinen Recherchen müsste der irgendwann in den 50er Jahren produziert worden sein. Also zwischen 50 und 56. Also da bin ich mir nicht ganz sicher, wann das jetzt genau war. Jedenfalls habe ich dieses Gerät hier bei eBay Kleinanzeigen gekauft. Und ich habe das anfangs nicht gesehen, dass das hier abgerissen ist. Und der Verkäufer wollte für diese ganze Geschichte hier 80 Euro haben. Ich bin da extra weit gefahren, war dann relativ enttäuscht, als ich gesehen habe, dass das Ding hier abgebrochen ist. Aber er lief, also es war alles technisch soweit in Ordnung. Fingerschutz, der Originalfingerschutz, der fehlt leider auch. Aber okay, da lasse ich mir noch was einfallen. Jedenfalls habe ich am Ende dieses Teil hier, ich glaube, für 20 Euro gekriegt. Also das ist jetzt schon ein bisschen länger her. Auf jeden Fall dachte ich, naja gut, okay, jetzt bist du so weit gefahren, dann nimmst du das Ding jetzt mit, obwohl ich normalerweise jede Maschine, die irgendwie gebrochen ist oder hier so ein Gusseisenteil, was gebrochen ist, das hätte ich eigentlich nicht genommen, also ich wäre auch nicht hingefahren, auch nicht für 20 Euro, aber da ich jetzt schon mal da war, habe ich es jetzt einfach mal mitgenommen. Und mach das Beste draus, weil eigentlich ist das hier eine richtig top Maschine. Die zeichnet sich auf jeden Fall dadurch aus, dass die hier super robust ist, auch in der Bauweise. Hier lässt sich zum Beispiel anhand dieses Arms oder dieses Hebels hier dieser Anschlag verstellen im Winkel. Also man hat hier auch die Möglichkeit, hier ist so ein kleiner Stopper drin, sehe ich gerade, Moment. Ja, und dabei kann man hier auf jeden Fall den Anschlag im Winkel verstellen. Das ist alles sehr robust, wenn man das festzieht auch, dann hat das Ganze hier auch gar kein Spiel. Der Anschlag ist auch aus Gusseisen, ist jetzt ein bisschen natürlich nicht mehr so schön, stand lange rum, ein bisschen Flugrost hat das ganze Teil, aber das ist nicht so das Problem, das werde ich auf jeden Fall entfernen. Die Maschine wird ja hier über diesen Riemenantrieb, über den Keilriemen letztlich und über den Motor hierüber angetrieben. Also dieser Aufbau hier an sich hat überhaupt gar keinen Motor, sondern er wird mit einem eigenen externen Motor angetrieben. Man könnte hier theoretisch jeden Motor anschließen, auch einen 220 Volt Motor oder halt einen 400 Volt Motor. Der, den ich jetzt hier dabei habe, der hat 2800 Umdrehungen, hat 0,5 PS. Ich glaube, in kW ausgedruckt sind 0,5 PS irgendwie 0,32 oder 2,5 kW, keine Ahnung. Also nicht viel, aber es ist ja auch ein kleiner Hobel. Man könnte hier aber theoretisch auch einen 1 kW Motor dran schließen. Theoretisch könnte man es machen. Dann wäre das natürlich wesentlich kräftiger. Ja, und auf alte Maschinen stehe ich eigentlich auch prinzipiell erstmal wegen dem Design und auch gleichwertig wegen dem schlichten Aufbau. Auch hier ist es so, dass die Maschine sehr simpel aufgebaut ist. Hier zum Beispiel wird einfach nur von der Vorderseite gehobelt und hier fliegt dann die Späne raus. Das Ganze hat auch drei Messer. Das ist natürlich sehr schön, weil man dadurch natürlich auch ein sehr schönes, sauberes Schnittbild bekommt oder Hobelbild. Ja, und die Hobelstärke, die kann man im Grunde über diese zwei Räder hier einmal auf der Seite und einmal auf der Seite einstellen. Damit kann man die Tiefe des Tisches variieren und dementsprechend halt mehr abhobeln oder halt weniger abhobeln. Also eigentlich ganz, ganz easy. Das ist auch ganz wichtig, wenn ihr euch gebrauchte Maschinen kauft, diese vorher wirklich die Maschine komplett mal checken, ob die Messer auch alle fest sind, ob die Welle auch fest ist, ob die Lager auch irgendwie nicht keine Geräusche bilden oder so. Das Problem ist halt einfach, wenn ihr so eine alte Maschine, die jetzt vielleicht schon seit 10, 15 Jahren nicht mehr gelaufen ist, einfach so anstellt, man weiß ja nie, wie die mal abgestellt wurde, ja.
ob jemand gerade irgendwie ja, die Messer vielleicht gerade mal so festgemacht hat oder wie auch immer. Plötzlich wird das Teil verkauft, ihr setzt es zu Hause auf, macht sie an und plötzlich fliegt halt so ein Messer weg. Also da muss man echt aufpassen. Und ich mache das grundsätzlich so, wenn ich mir eine neue Maschine, eine alte Maschine zulege, dass ich die erstmal komplett checke, bevor ich die überhaupt in Einsatz nehme. Ja, und ich merke schon wieder, dass ich viel zu viel quatsche. Deswegen werde ich jetzt hier mal loslegen, dieses Gerät hier mal auf Vordermann zu bringen. Es ist hier einiges zu tun. Zum einen werde ich hier das Gerät reinigen. Ich werde mir auch die ganzen lockeren Teile hier mal anschauen, ob das jetzt so sein muss. Ja, und es gibt auf jeden Fall noch einiges zu tun, was hier auch diesen Fingerschutz betrifft. Ich werde mir hier, da leider das Originalteil fehlt, werde ich mir hierfür einen Fingerschutz bauen, auch mit einer Feder, die hier dann immer nach vorne schneizt, ja, wenn das Werkstück durchgezogen wird. Das ist mir auf jeden Fall auch wichtig. Und das wird auch ein Teil sein, was dieses abgebrochene Ding hier vorne ein bisschen abdecken wird. Dann schaut das Ganze auch nicht mehr so abgebrochen aus. Ja, so ist der Plan. Ach ja, genau. Und dann natürlich total wichtig, damit das Ganze hier überhaupt läuft, werde ich auch einen Standfuß mir bauen, wo dieses Teil oben drauf ist, der Motor unten, und das Ganze wird dann auch noch eine integrierte Absaugung bekommen, damit die Späne unten nicht einfach so auf den Boden geblasen wird, sondern dass die Späne schon im Vorfeld schön abgesaugt wird. Ja, so ist der Plan. Ich werde jetzt hier einfach mal loslegen und mal Schritt für Schritt mich an dieses ganze Teil heranarbeiten und hoffen, dass ich gut durchkomme. Ja, und genau das ist der Grund, wieso ich alte Maschinen mag, weil, wie ihr seht, das sind jetzt hier 5-6 Teile und fertig ist der Abrichthobel, stabil natürlich. Das Teil ist schon ziemlich schwer, also ich tippe mal so auf 6, 7, 8 Kilo. Das Teil hier leider gebrochen, aber naja, es ist halt wie es ist. Die Sachen sind grundsätzlich in einem guten Zustand, das Kugellager. Das ist auch noch in Ordnung hier von der Welle, die habe ich mir auch ausgebaut und ich schätze mal, das ist okay, also ich spüre hier auch kein Spiel drin. Das Coole ist wirklich, dass das Teil hier 3 Messer hat, also das von so einem kleinen Hobel, das ist schon anständig. Das Ding wird schon anständig hobelt, schätze ich mal. Ja, ein paar Sachen sind auch nicht so ganz top im Zustand, was den Lack angeht. Aber was ich bei diesem Projekt auf jeden Fall vermeiden möchte, ist, dass ich das Ding hier komplett neu restauriere, abschleife, wie ich das damals mit meiner Dekopiersäge gemacht habe. Ich verlinke euch das Video mal hier oben. Ich will das hier schlicht halten. Mir geht es darum, dass ich das Teil hier schnell einsetzen kann. Im nächsten Schritt werde ich hier die Arbeitsflächen mir mal genauer anschauen, das Ganze mal entrosten. Es ist nicht ganz so schlimm, es ist nur ein bisschen Flugrost. Das werde ich mit der Messingdrahtbürste machen. Ja, und dann werde ich das Teil wieder zusammensetzen, damit ich dann mit dem Standfuß und mit der Absaugung und so weiter beginnen kann.
und zack ist das Ding wieder zusammengebaut. War jetzt auch nicht so kompliziert. Es sind ja nur 5-6 Teile, die hier irgendwie einigermaßen unkompliziert zusammengebaut sind. Ich habe das Ganze hier mal gefettet, habe die Kugellager mal gereinigt. Das eine Kugellager macht jetzt nicht so einen guten Eindruck, aber ich habe jetzt kein anderes da, damit ich das jetzt auswechseln könnte. Deswegen lasse ich das jetzt erstmal drin und schau mal, wie sich das mit der Zeit verhalten wird. Auf jeden Fall, was auch ganz wichtig ist, wenn man sich gebrauchte Maschinen kauft und was man auf jeden Fall immer beachten sollte.